Jö, bevor wir uns auf die lange Reise jetzt machen, in den Sektor, wo ich mein Schiff kaufen kann, wollte ich nochmal ganz kurz gucken, ob vielleicht inzwischen in Argon Prime ein zweiter Satellit da ist. Oder noch mehr. Drei Stück. Haben wir Energiezellen, um dahin zu springen? Ja, haben wir. Ganz schnell. Ich glaube, das Osttor ist am nächsten dran. Die drei erweiterten Satelliten nehmen wir auf jeden Fall mit auf unsere Reise. Komm schon. Ich will nicht, dass da irgendein NPC-Schiff vorantanzt. So. Ja, war das richtige Sprungtor. Da hinten. Ha. Die ist verdächtig nah dran an der Station. So, aber kein Händler auf dem Weg dahin. Sehr schön. Einmal andocken, bitte. Und auch du hast wieder ein Credit-Symbol, das uns ködert. Aber nicht mehr lange, dann können wir die alle mal abgrasen. Und dann zeige ich euch entweder in dieser oder in der nächsten Phase die verschiedenen Arten von Missionen, die es gibt. So, handeln 4 Stück. Sehr schön. Alle mitnehmen. So, jetzt wollen wir irgendwo hier hinten hin. Am besten springen wir so, dass wir auch in Gebieten vorbeikommen, wo Sonnenkraftwerke sind. Also wie viel haben wir jetzt noch über? Wir haben noch 5 Energiezellen. Ja, das können wir uns auch sparen. Also fliegen wir jetzt erstmal zum Erzgürtel. Wo ist das Südtor? Da ist das Südtor. Denn im Erzgürtel ist auf jeden Fall schon mal ein Sonnenkraftwerk. Da tanken wir uns dann so weit voll, wie es eben geht. Was nicht sehr viel sein wird wegen den Satelliten. Aber ja, dann springen wir nach. Paranit Prime hatte, glaube ich, kein Sonnenkraftwerk. Aber eins weiter. Dann springen wir halt dahin, laden uns wieder voll, springen weiter. So lange, bis wir in die Sektoren unten rechts kommen, wo wir noch nicht entdeckt haben. Und in der Zwischenzeit werfen wir immer mal wieder einen Blick auf unseren Komplex. Er hat schon wieder ein bisschen was verbraucht, das ist soweit okay. Oh, stimmt. Wir müssen ja auch noch unsere anderen Supplier hier ausrüsten. Du kaufst bitte einmal den Sprungantrieb. Das müsste jetzt eigentlich auch reichen. Also mit diesem neuen System in Anführungszeichen für die Stationsversorgung braucht man keine Handelssoftware MK3 und ich glaube auch keinen Verkaufspreis und Schnäppchenfinder. Die sind echt nur für das Schiff, auf dem man gerade selber ist. Komm, klick durch. Oder wenn man halt dieses halbautomatische Handeln machen will, aber das wollen wir ja gar nicht. So, jetzt fliegen wir erstmal zu dem Sonnenkraftwerk. Wo bist du? Da unten. Einmal docken, bitte. Durch die ganzen Asteroiden durch. Na gut, das wird schon irgendwie. So, das war Nummer 1. Nummer 2, beziehungsweise Nummer 5. Keine Kommandokonsole. Du sollst handeln. Sprungantrieb, okay. Und du handeln. Sprungantrieb, okay. Jetzt müssen wir den allen noch die Heimatbasis zuordnen. Und zwar wieder hier, Heimatbasis, Erzgürtel, Rohstoffe. Du auch. Heimatbasis, Erzgürtel, Rohstoffe. Wer fehlt noch? Du fehlst noch. Heimatbasis, Erzgürtel, Rohstoffe. So, mir wurde gesagt, ich kann diesen Befehl mit Senden an alle machen, wenn sie alle in der Station oder alle im All sind. Ich probiere jetzt mal, diesen Merkur hier anzuschreiben, dass er die beiden Merkuren mitnimmt. Habe ich so bisher noch nicht gemacht. Ich habe einfach wie wild rumgeklickt. Aber gucken wir mal. Kommandokonsole. Genau, Rundruf an meine gelandeten Schiffe. Das klingt sehr gut. Und du docke bitte an. Erzgürtel, Rohstoffe. Und alle drei gedockten Schiffe, also alle, die in derselben Station gedockt waren, haben denselben Befehl bekommen. Sehr schön. Vielen Dank nochmal für den Tipp.
Da spart doch echt einiges an Geklicke. Und der Rest ist fleißig am Energiezellen kaufen. Ich guck mal ganz kurz, ob irgendeiner von denen schon aufgestiegen ist. Lehrling. Ich kenne die deutschen Levelbegriffe nicht. Aber ich glaube, Lehrling war die erste Stufe. Das dauert hoffentlich nicht allzu lange. Aber wir haben denen ja genug Puffer gegeben, dass sie immer schön weiter Energiezellen kaufen können. Hoffen wir mal, dass die Lager nicht allzu schnell voll werden. Aber wir sind gerade bei 10%. Denn sowohl die Erzmine als auch die Siliziummine schlucken ganz schön Ressourcen. Also da wird nichts ausgehen. Das dauert noch sehr lange, bis die Lager hier voll sind. So, also die können wir jetzt erstmal alle in Ruhe lassen. Das ist alles automatisiert. Wenn da irgendwas schieflaufen sollte, kriegen wir eine Nachricht. Aber das kommt recht selten vor. Später, wenn wir wirklich 100 Schiffe oder so haben, dann ist das schon ein wenig lästig mit dem Geklicke zwischendurch. Aber irgendwann härtet man da ab. Oder ignoriert es einfach, weil man ja eh genug Schiffe hat. Müssen wir dann gucken. Und schon wieder zu so einem doofen Preis. Kriegen wir 30 rein? Nein. Also 25 Stück. So. Weg von hier und gucken, wo das nächste Solarkraftwerk ist. Mine des Imperators. Nein. Paranid Prime. Nö. Wir könnten da durchfliegen. Nee, da gab es keine Verbindung. Aber wir können dann da runterfliegen. Hier vielleicht? Nein. Priesterringe? Nee. Aber da sollte ich nochmal Satelliten auswerfen. Hier haben wir fast keine Abdeckung. Hier sind Solarkraftwerke. Sehr schön. Imperialer Grenzbereich. Kommen wir da dann auch so hin? Ja, gerade noch. Gute Sache. Dann spring noch mal zum Nordtor. 30, 100. Ja, Sinza ist schon was echt Praktisches. So. Wir wollen dahin. Sinza wieder an. Und gucken, ob unsere Schiffe langsam da eintrudeln. Also ich habe den drei Merkuren, die wir jetzt mit Sprungantrieben ausgestattet haben, den habe ich den Befehl nicht gegeben, dass sie automatisch diese 500 Energiezellen immer mit sich rumtragen sollen. Denn das müsste das Skript für die Handelsverwaltung automatisch später machen, sobald sie hochstufig genug sind, um den Antrieb überhaupt erst zu benutzen. Sollte dem nicht so sein, könnten wir das ja immer noch später einstellen. So, 25 wieder mit. Hier raus. Nimm. Wo wollten wir hin? Wir wollten hier gucken, wie es da weitergeht. So. Und zwar Südtor. Diesmal sind wir nicht mal zu 30 gekommen. So muss das sein. Schön schneller. Erreiche System. Imperator. Okay. Da fliegen wir doch erstmal ein wenig in die Mitte. Mit etwas Glück können wir hier alles mit einem Satelliten abdecken. So, hier. F für Frachtgut, erweiterter Satellit, raus mit dir. Erweiterter Satellit, ausgeworfen. Jo, das sieht doch sehr schön aus. Wir könnten jetzt nach oben gehen und da lang fliegen. Aber ich denke, mein Ziel liegt eher in der Richtung, durch Südtor. Reich des Pontifex. Reich des Pontifex klingt immer noch paranidisch. Könnten eventuell auch bald zu den Split kommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo deren Sektoren lagen. Aber mit etwas Glück treffen wir die bald. Dann kann ich auch dazu den Eintrag aus dem Wiki vorlesen. Beziehungsweise dieser Enzyklopädie, die auch als Wiki dient. Und da hinten haben wir wieder Gegner. Das ist gar nicht gut. Es könnten sogar dieselben sein. Und der eine ist ganz schön angeditscht. Da fliegen wir doch mal ein wenig zickzack. Geh mal da hinten hin. Also dürften eigentlich schnell genug sein, weil so ein Nova kann ja nur 150 Meter die Sekunde fliegen und wir 350. Aber lieber nichts riskieren. Oh, da kommen nämlich gleich noch welche. Paraniden äußerer Sektor. Das ist komisch.
Bei so vielen Piraten hätte ich schon fast gedacht, dass das ein Piratensektor ist. Aber gut, schmeißen wir mal einen normalen Satelliten raus. Navigationssatellit ausgeworfen. Einfach nur, dass wir hier einen haben. Auch wenn das recht gefährlich ist. Aber ich denke mal, die werden mit der Zeit auch vertrieben werden. So. Südtor haben wir eins. Und haben wir irgendwo ein Osttor? Wir haben hier Transporter, die in die Richtung fliegen und von da kommen. Also wahrscheinlich. Oder die wollen einfach nur zu den Stationen. Nö. Kein Osttor. Na gut, dann halt dadurch. Dann sind wir doch wieder bei der Dreieinigkeit. Ganz schön eng die Korridore hier. Also nicht allzu viele Verbindungslinien. Ist vielleicht aber auch ganz gut so. Sonst könnten die Piraten noch einfacher hier reinkommen. Also ja, von der Story her denke ich, dass nicht jeder zu jedem Sprungtor einfach so springen darf. Das würde das Ganze schon sehr komisch gestalten. Dann könnte ja eine paranidische Angriffsflotte jederzeit nach Argon Prime reinspringen. Aber wie gesagt, damit kenne ich mich nicht wirklich aus. Falls da jemand was Genaueres weiß, immer her damit. Ich liebe es, Hintergrundinformationen oder RP-Informationen zu einem Spiel zu erfahren. Die Bücher habe ich leider auch noch nicht gelesen. Auch wenn die hier schon verlinkt wurden. Sowas finde ich aber auch immer ganz toll, wenn sie denn einigermaßen gut gestaltet sind. Es gibt auch viele, die einfach nur ein paar Begriffe aus dem Spiel übernehmen und sonst eine 0815 Geschichte abliefern. Das ist denn nicht so toll, aber ja. Unterscheidet sich halt je nach Hersteller. Was ist das? Autor. Hersteller klingt da ein wenig komisch. So, einen haben wir abgeworfen. Wir sind in einem zentralen Paranidensektor. Hier ist ein äußerer Sektor, zentraler Sektor. Die haben sich echt tierisch breit gemacht. Na gut, wir wollen nach Osten, nicht nach Süden. Osttor? Nordtor? Westtor? Ja, ich mache immer den Standardfehler. Wenn ich das Nordtor sehe, dann drehe ich mich nach rechts in der Erwartung, dass da auch Osten ist. Aber das kann ja alles auf dem Kopf sein, das kann anderweitig verdreht sein. Ich sollte echt mehr auf das Gravidar achten. Aber das langsam komme ich dahinter, wo genau was ist. Aber das braucht eine ganze Ecke. Am Anfang war ich total hilflos, was das anging. Ich habe mich immer nur im Kreis gedreht, bis ich dann irgendwann genau die Stelle gefunden habe, die ich haben wollte. Oder halt Autopilot. Paraniden äußerer Sektor. Das sah mir kurzfristig ein wenig so aus wie die Buron mit dem grünen Nebel. Oh. Noch mehr Nova, richtig viele. Also sobald wir irgendwann mal ein kampffähiges Schiff haben und anfangen mit den Kampfmissionen, was so eine ganze Ecke dauern wird, dann sollten wir uns hier mal ein wenig austoben. Denn das ist übrigens auch eine sehr, sehr gute Einnahmequelle. Einfach die hier angreifen, wir würden dann drei von denen zerstören, einen würden wir übrig lassen, den würden wir immer wieder anschießen, bis seine Schilde runter sind. Die Hülle lassen wir aber dann bestehen. Die Schilde regenerieren sie mit der Zeit, dann schießen wir sie wieder runter und so weiter und so weiter. Irgendwann wird ihm das zu viel und er springt aus seinem Schiff raus. Mit hoffentlich noch möglichst viel Hülle intakt. Teilweise springen die auch gar nicht raus, das ist halt ein bisschen Glückssache. Aber wenn die Hülle einigermaßen intakt ist, dann kann man da halt richtig gut Geld machen, indem man das Schiff einnimmt und dann verkauft. Weil so eine Nova kostet ja, wie wir gesehen haben, 2 Millionen Credits. Wenn wir die dann verkaufen würden, wäre das mit etwas Glück eine 1 Million Credits. Einfach so, nach einem Kampf. Erreiche System, Strand der Ewigkeit. So, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt wirklich in einem Boron-Sektor. Ah, das ist doch mal schick. Also wir haben hier schon gesehen, dass demnächst ein Boron-Sektor kommt. Allein schon durch die Art des Nebels und wie die Umgebung gestaltet war. Also ja, die Boronen mag ich. Und in deren Gebiet wird uns hoffentlich auch nicht so viel passieren. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir weiterkommen in die Gebiete, in die ich eigentlich will. Das ist nämlich ein ausgelagerter Argonensektor. Also quasi eine Kolonie. So, Auswurf. Zack. Erweiterter Satellit ausgeworfen. Naja, aber zu dem Kapern. Das gibt es später auch noch in einer höherstufigen Version. Nicht indem man das Schiff einfach nur langsam runterschießt und das Beste hofft, sondern indem man Marines engagiert. Also Kampftruppen. Die kann man entweder direkt rausschmeißen aus seinem
Frachtraum und dann fliegen die in ihren Raumanzügen dann einfach dahin und versuchen sich durch die Hülle zu schneiden. Oder man benutzt Boarding-Torpedos. Also das sind so eine kleinen Geschosse, wo sich dann alle reinkauern. Die werden wie Raketen abgefeuert. Und wenn das Schild dann vom Gegner runter ist, dann bohrt sich das in das Schiff rein. Die versuchen das Schiff so zu kapern. Das kann richtig, richtig, richtig viele Credits bringen.